So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem neuen Let's Play von Arkham Horror, Mother's Embrace. Ich hatte das Ganze schon mal zuvor in einem Stream angespielt, das ist jetzt allerdings eine Weile her. Ich hatte irgendwie damit aufgehört, ich weiß gar nicht so richtig warum, weil eigentlich ist ein super cooles Spiel. Wir werden jetzt nochmal von neuem anfangen, weil ich gar nicht mehr richtig weiß, was hier passiert ist. Das Ganze basiert auf dem Mansions of Madness Brettspielen. Und ja, ich bin gespannt, was es bringen wird. Wie gesagt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze als normales Let's Play zu machen, weil einfach so, ja, ich keine Termine planen muss und sowas, und finde ich einfach schöner. Wir haben hier verschiedene Charaktere. Einmal Harvey Walters, den Professor, Jenny Barnes, die Amateurin, Jim Culver, den Musiker, Kate Winthrop, die Wissenschaftlerin, Zephina Rousseau, die Malerin, William Yorick, den Totengräber, I heed the Lord's call. Und Zoe Samaras, die Köchin. Wir werden aber, ich habe mich hier so ein bisschen in den alten Herrn Walters verknallt, muss ich schon fast sagen, ja. Der erinnert mich so ein bisschen an meinen Opa und deswegen werden wir Harvey Walters nehmen. Da wird es richtig abgehen hier, Freunde der Nacht. Ich bin gespannt, was das Ganze bringt. Wenn euch das Let's Play gefällt, dann vergesst bitte nicht, einen Daumen hoch da zu lassen und den Channel zu abonnieren, auf jeden Fall die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Allow me to introduce myself. I am Wilhelmina Tillinghast, Professor of Astronomy at Miskatonic University. All my life I have dedicated myself to the study of celestial objects. Most recently I visited Louisiana to observe the passage of a comet I had observed for many years. I hoped the trip would provide me with the evidence required to conclude my decades-long research. Yesterday, you received my telegram requesting that you meet me at my house, just outside Arkham. And so, you've decided to join me in my mansion. Astronomy was always Wilhelmina's special passion, but now she wants to consult with me. I wonder whether it's my knowledge of history or archaeology that interests her. Or could it be the occult? Ja, wir wissen's nicht genau. Welcome to my mansion, my friend. I'd better ring the bell. Ja, ich finde diesen Comic-Stil echt mega schön, muss ich sagen. Ne, ASD, bla bla. Aber da ich nicht rein, doch reinzoomen kann ich sogar ein bisschen, boah, aber minimal nur. Schade, dass man die Kamera nicht frei bewegen kann, sonst könnte ich auch schöne Screenshots machen fürs Let's Play. Aber was nicht drin ist, ist halt gerade nicht drin, ne? It can be hard to answer the door quickly. Ja, solange man nicht so schnell an die Tür kommt und noch mit der Toilette alles in Ordnung ist. Rude of me to make you wait like this. Ist das ja alles kein Problem. She must be home. I'd better see if she needs help. Ja, guck mal, ob die gute Hilfe braucht. So. Jedes Szenario hat bestimmte Ziele, die es abzuschließen gilt, um zum nächsten Szenario vorzuschreiten. Diese Ziele sind in deinem Notizbuch aufgeführt und werden entsprechend deines Fortschritts aktualisiert. Drücke L, um das Notizbuch aufzurufen, oder klicke auf das Notizbuch-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Niemand öffnet die Tür, aber du siehst ein Licht im ersten Stock. So, ich könnte jetzt auch noch die Autos und den Brunnen da anpatschen. Mache ich jetzt aber nicht, weil da eh nichts kommt und ich das gerade schon gemacht habe, als ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. So, wir können hingehen und dann kommt ein Lupensymbol. Eine Kiste unter dem Fenster im Erdgeschoss lädt dich geradezu dazu ein, diesen Weg zu probieren, aber das Fenster selbst ist abgeschlossen. Ja. It's no problem to reach the window, but it's shut tight. I'd need to smash the glass to get inside. I hope you aren't thinking what I fear you're thinking. What I need is something heavy to smash this window. Wir brauchen etwas Schwieriges, um das Fenster einzuschlagen, und das weiß ich auch schon. Das liegt nämlich hier. Gegenstand gefunden, Kabelschneider. Mit so einem Kabelschneider, da kann man hervorragend irgendwelche Fenster einschlagen.
So. How dare you smash my window? I hope you intend to have it replaced. Na, aber vielleicht. I can't imagine Professor Tillinghast will begrudge my breaking a window pane if it means helping her. Now, what trouble is she in? Genau, in welchen Schwierigkeiten steckt die Professorin unter Umständen? Ein wunderschönes Piano. Du erinnerst dich gar nicht, ob die Professorin mal gesagt hat, dass sie spielt. Angesichts des Staubs auf dem Instrument kommt das wohl sowieso nicht häufig vor. Gut, was mit dem Bild hier? Ein großes Gemälde eines Kometen, wie er durch den Nachthimmel jagt. Anscheinend färbt das Interesse der Professorin an Astronomie auch ihren Kunstgeschmack. Habe ich denn jetzt? Hä? What? Wie habe ich das denn jetzt aufgemacht? Mit C? Warum mache ich denn mit C die Karte auf? Ich habe keine Ahnung. A broken vase. The professor must have heard it fall. She wouldn't have just left it here. I certainly would not. I take pride in a clean and tidy abode, especially when expecting visitors. I'd better find her. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal diese Dinger hier an. Logisch. Wenn deine Ermittler über das notwendige Wissen verfügen, geben sie Ratschläge zur sinnvollsten Handlung. Ansonsten sagen sie nichts. Eine unpassende Aktion für die Mythos-Urschneller. Scherben eines fragilen Objekts liegen am Boden. Vielleicht ist das ein Hinweis. Also wir bekommen keinen Ratschlag. Was soll denn manipulieren bedeuten? Scherben eines fragilen Objekts liegen am Boden. Vielleicht ist das ein Hinweis. Manipulieren, zusammensetzen, das macht überhaupt keinen Sinn. Bei den Antwortmöglichkeiten. Dann nehmen wir manipulieren, weil das noch weniger Sinn macht. Im Laufe deiner Ermittlungen lenkst du die Aufmerksamkeit der großen Alten auf dich. Das wird als Mythos bezeichnet. Die Mythos-Uhr füllt sich jedes Mal, wenn du bei einer komplexen Interaktion eine unpassende Aktion ausführst, so wie am Ende jeder vollen Kampfrunde. Wenn die Mythos-Uhr voll ist, mischen sich die großen Alten ein, um deinen Fortschritt aufzuhalten, sei auf der Hut. Okay. Eine genauere Untersuchung des zerbrochenen Gegenstands enthüllt, dass er einmal eine Vase war. Ach was! Angesichts der Position vermutest du, dass sie von dem kleinen Tisch in der Nähe fiel und da auf den Scherben kein Staub liegt, kann es nicht lange her sein. Sherlock! Oh. That scream came from upstairs. That sounds like my voice. I must need help. Professor, was that you? Of course it was. Hurry! No answer. There must be someone else in the house. I ought to find a weapon. Ja, das macht Sinn. Verstandsverlust. Gewisse Begebenheiten erfordern eine Verstandsprüfung. Der mentale Widerstand eines jeden Ermittlers entscheidet über seine oder ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn der Verstand null erreicht, erleidet der betreffende Ermittler ein Trauma, das einen Nachteil mit sich bringt. Okay. Auf dem kleinen Tisch türmen sich allerhand Gegenstände. Wenn du sie dir genauer ansiehst, findest du vielleicht etwas Nützliches. Ich soll es untersuchen. Oh, haben sie mich gefaked hier, ey. Ah, das war irgendwie. Als du hinsiehst, erblickst du einen womöglich nützlichen Gegenstand. Du hast einen neuen Gegenstand gefunden, Messer. Da kommt schon Hinweis, ne? Und dann bin ich trotzdem noch am Spacken. Schließe das Inventar oder klicke die rechte Maustaste. That knife might come in handy if I run into trouble. Ja, das mag wohl sein. What are you doing with my letter opener? Den Brief will ich mir nicht angucken, oder was? Ein Schuhregal, ein Regal mit Damenschuhen, vermutlich von der Professorin. Es scheint, als habe sie nicht das Haus verlassen. Diese Tür scheint abgeschlossen zu sein. Gut, dass sie auch nicht dorthin führt, wo du hin willst. Na, dann gehen wir doch mal dahin, wo das Spiel uns gerne haben möchte, würde ich sagen. The scream came from this direction. Okay. Guck dich mal um.
Geh mal lieber in diese Direction, wenn du mich schon so darauf... The scream must have come from the other side of this door. That's my office door. Ja, komm, schlag sie ein. Die ist abgeschlossen. Hinweis wurde dem Notizbuch hinzugefügt, okay. Okay, wir gucken uns hier erstmal um in Ruhe. Ganz in Ruhe. Ein Gemälde von Katzen. Alte Damen haben an diesen Tieren bekanntlich einen Narren gefressen, aber du musst zugeben, dass es irgendwie beruhigend wirkt. Diese Tür führt nicht dahin, wo Professor Tillingham ist. Ja, aber Tillinghast. Wer war denn Tillingham nochmal? Der war, glaube ich, aus unserem Ding, ne? Diese Tür führt nicht dahin, wo... Ja, weiß ich. Aber was soll ich denn machen? Ich muss so einen Schlüssel finden oder sowas. Ach, guck mal, ich kann auch schneller laufen. Ach, da darf ich rein. Okay, das ist ja schon mal was wert. Einmal ins Spiegel gucken. Dein Ebenbild blickt dich von jenseits des blitzsauberen Glases des Badezimmerspiegels an. Fingerfertigkeit, kein Ratschlag. Dieser stabile Schrank ist fest verschlossen. Schloss aufbrechen, aufbrechen. Schloss aufbrechen, würde ich sagen. Macht Sinn. So, mit einem gekonnten Handgriff kannst du den Behälter öffnen und hineinlinsen. Du hast einen Gegenstand gefunden, Bandagen. Okay. Also, ich wollte schon sagen, Tür ist auf. Nächster Raum. Kinderspielsachen. Spielzeug ist so ordentlich im Raum angeordnet, dass du vermutest, kein Kind habe es je berührt. Jetzt kann ich die Kamera nicht drehen. Oh oh. Na, wer kommt denn da? Who's there? Yeah, Vista. I'll ask the questions. Roland Banks, Bureau of Investigation. I'm on the job. Who are you, and what's your reason for being here? What would a federal agent want with me? Professor Harvey Waters, longtime colleague of Professor Tillinghast. She invited me over to discuss some project of hers, but she didn't answer the door. I came upstairs when I heard that terrible scream. Seems like I'm on the right track. Something hinky's going on here. I assure you, Wilhelmina's reputation, both professional and academic, is utterly unimpeachable. You're investigating the wrong suspect. She's only a person of interest. The Bureau has evidence that others are trying to involve her in some shady business. I came to find out what she knows, if anything. Then I heard the scream, too. Seems we need a key to get inside that room. I wasn't prepared for so many guests today. I'll help you find that key. Ja. Charakterbogen öffnen. Mentaler Widerstand 60%. Gut, brauchen wir erstmal nicht. Müssen erstmal gucken, wo der Schlüssel ist. Eine unpassende Aktion fühlt eine Krippe für ein Kleinkind offenbar nicht neu, aber sehr gut gepflegt. Leeren. Dinge verschieben. Neben anderen Ornamenten hängt ein Schlüssel mit der Aufschrift Büro vom Mobile. Was für ein kluges Versteck für einen Ersatzschlüssel. Ja. There's a key on this mobile. Wer kennt's nicht? Dillingus has no children. If that's true, why would she need a nursery? Wilhelmina did always dote on other people's children. I suspect she often wished she had some of her own. I can't say it isn't true, but I wish people were less prone to idle gossip. Ja. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wo ist der? Da ist noch irgendwas. Gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. Zigaretten, eine Packung Zigaretten. Genau das Richtige um die Nerven. Das ist so, ne? Das ist so mal hier. Das ist mal ein Spiel.
was uns auf jeden Fall gefällt, ja, nicht immer diesen politisch korrekten Kram, ne? Nicht rauchen, nicht trinken, hier wird mit Kippen mal eine Geisteskrankheit geheilt, ja, so lob ich mir das. Ja. So, große Truhe, stabile Holztruhe, sie scheint nicht verschlossen zu sein, doch irgendetwas scheint den Deckel zu blockieren. Schütteln, aufbrechen, schütteln, ja, ne, ist klar. Ja, ne, ich schüttel das Ding, klar. Du öffnest die Truhe und entdeckst einen Bücherstapel. Darüber liegt ein einzelner Bogen Papier mit einem Rezept für Apfelbeinets. Äpfel schälen, entkernen und quer in dicke Scheiben schneiden. In Panierteig wälzen einzeln. Oh, hört sich aber gut an, doch. Lecker, lecker. Dafür habe ich jetzt hier so ein Ding da akzeptiert. Gut, dann gehen wir jetzt mal schnell der Professorin helfen hier. Und gucken mal, was die für ein Problem hat überhaupt. Da, jetzt können wir es öffnen. Du wirst bei deiner Ermittlung auf Gegner stoßen. Das Leuchten unter der Tür verrät dir, in welchem Raum sich Gegner befinden. Ah, okay. Sehr gut. Die Tür, durch die du den Schrei der Professorin gehört hast, sie ist abgeschlossen. Schließ sie auf. Boah, ich habe nur noch zwei Runden, ne? What? Wer? An Intruder. How many people can I expect to break into my house today? Ja, so viel war hier schon lange nicht mehr los. Listen, pal, you've got some explaining to do. Come then, I have just the explanation you deserve. So. Rundenbasierter Kampf. Der Kampf verläuft rundenbasiert. Alle Charaktere handeln ohne Zeiteinschränkung nacheinander. Die Reihenfolge der Angreifer wird durch die zu Beginn des Kampfes ausgewürfelte Initiative festgelegt und am oberen Bildschirmrand auf der Initiativleiste gezeigt. Okay. Jeder Charakter verfügt über 5 Aktionspunkte, die jede Runde ausgegeben werden können. Jede Aktion kostet eine festgelegte Menge an Aktionspunkten. Eine einmal bestätigte Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden, außer Bewegung. Es gibt 3 Arten von Waffen, Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und Zauberbücher. Jeder Ermittler hat unterschiedliche Kompetenzen mit den verschiedenen Waffentypen. Diese Eignung beeinflusst die Aktionspunktekosten des Angriffs. Okay, ich bin zuerst dran mit dem Revolverheld hier. Wie mache ich das jetzt? Schießen auf Kultist. Ja. Boom. Sobald du alle Aktionspunkte verbraucht hast oder die Runde eines spezifischen Ermittlers beendet ist, kannst du die Aktion Runde beenden wählen. Okay, der braucht 3, der braucht 3. Was ist das hier? Nachladen? Ja, dann laden wir doch noch nach, würde ich sagen. Oder gebe ich Feuerschutz? Kann ich auch noch Feuerschutz geben? Ja, Feuerschutz. Der Ermittler bereitet seinen Angriff, auch wenn es nicht sein Zug ist, auf den ersten Feind vor, der sich in Reichweite seiner Waffe begibt. Damit kann er nur einen Feind angreifen, den er sehen kann. Okay. Ja, dann machen wir das doch. So. Messer hätte ich gerne. Mach den Messer hier, Walter. Achso, muss ich ihn jetzt lenken tatsächlich? Da waren 2. Ich brauche noch... Ich brauche 4 für Messer machen? Ich brauche echt 4 für Messer machen, ey. Was ist das denn? Was ist das denn, Freunde? Fokus erneuern. Was ist denn Fokus erneuern? Ja, da komme ich ja nicht ran. Wie doof ist das denn? Ja, mach Runde beenden auf jeden Fall. Ja, was soll ich denn machen? Boom. Da hat er doch schon, da ist er doch schon weg, der alte Fatzenman. We'd better have a look inside. Ja, we better have a look inside, aber nicht mehr heute, Freunde der Nacht. Das werden wir nächste Mal machen in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da und haut einen coolen Kommentar rein, ob ihr das Spiel auch spielt oder ob ihr vielleicht Mansions of Madness spielt. Und guckt auch mal in unsere Cthulhu Let's Plays rein, wenn euch Cthulhu gefällt. Die sind auch immer sehr aufregend. Bis dahin, alles Gute. Ich bin der Micha von den Schlachtenwütern. Ciao, ciao.